Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Ich spiele mal wieder den netten Tarnranger hier auf unserer Rückrunde zu unserem gerade eigentlich einigermaßen guten Sieg unten im Hafen. Aus der letzten Folge. Mal schauen, wie wir uns jetzt schlagen werden. Aber wir beide kommen. Oh, da ist wieder Who's Your Daddy hinter mir. Der spielt wieder eine Gift-Erbse. Und er hat mich gerade so gekillt bekommen. Er hat noch 21 HP. Komm schon. So, ich würde sagen, ich gehe mal nach oben auf die Sniper-Position. Da gibt wahrscheinlich am meisten Sinn. Oder soll ich dir hier helfen? Helfen bitte. Okay. Achtung, der geht oben rum, oder? Ne, der geht. Doch, der will oben rum. Jetzt schleimt er mich ein von da vorne. Haha, die Bohne war ja mal mega verkackt. So, die habe ich. Pass auf den Schnapper noch auf, ne? Das war eine Topfpflanze, die dich übrigens angeballert hat. Ich weiß, ich weiß. Ich habe beide Topfpflanzen weg und jetzt gehe ich hoch auf Sniper-Position. So Leute, da sind wir wieder. Mal wieder hat sich PVZ geschlossen. Keine Ahnung, PVZ hat so eine Angewohnheit, dass sich einfach schließt. Die Aufnahme läuft ja dann einfach weiter, sobald das Spiel sich wieder maximiert. Aber es ist halt irgendwie so ein kleiner Ruckler wahrscheinlich in der Aufnahme oder so. Ändern können wir es auch nicht. Ich weiß nicht, warum sich PVZ beim Aufnehmen immer wieder schließt. Beziehungsweise schließt sie nicht richtig. Ich habe ganz kurz Black Screen. Dann ist es ein bisschen kleiner und sobald ich einen Klick mache, maximiert sich das Spiel wieder. Und dann bin ich wieder da, wo ich gerade aufgehört habe, nur dass dann in der Aufnahme so ein ganz kleiner Ruckler drin ist. Naja. Warum kann ich euch nicht sagen, wie man es ändert, kann ich euch auch nicht sagen. Damit müssen wir leben, dass das in jeder zweiten, dritten Folge mal kurz passiert, dass da mal ein Ruckler drin ist. Aber ich glaube, das tötet kein alter Fuck you Tarn. Es ist gar kein Tarnkaktus, es ist ein normaler Kaktus. Wie schnell schießt der und wie genau schießt der einfach? Aber dein Teleporter steht jetzt, das ist gut, weil dann verkämme ich mich auf dem Haus da links. Da, wo sie immer stehen. Aber ist auch eine geile Position. Wo ist your Daddy, Alter? Ja, und wer ist dein Vater? Mein Vater halt. Vater halt, ja, eben. Wer sonst? Hey, ich habe eine neue Sniper-Position gefunden. Die ist so kurz vorm Ende der Map und man kann durch einen Baum durch in den Garten reinschießen. Das ist geil. Oder man schießt von hier. Dann kann man die Sonnenblumen quasi beim Spawn abgreifen. Oder WTF, der Daddy ist einfach so krass. Obwohl du in der Demo ist, tötet er dich noch, ey. Ja, Gifterbse halt. Dass der halt Gifterbse spielt, ist halt wieder so ein perfektes Zeichen dafür, dass der halt eigentlich voll OP ist. Das ist halt einfach so, das ist so dieses perfekte Zeichen dafür, dass die einfach vollkommen überzogen ist mit ihrem Flächenschaden. Du Fotze. Wo campt denn der, dass der dich die ganze Zeit wegholt? Der campt die ganze Zeit da hinten rum und ballert die ganze Zeit in den Garten rein und also macht er an sich dasselbe wie ich. Ja, so ungefähr. Nur dass er halt vom Spawn halt schießt. Halt irgendwie immer trifft und dich innerhalb von 4 Schüssen tötet. Ja, ich habe auch gerade eine 4er Streak. 5er Streak. Boah, der ist schon wieder. Ach, der schießt von da hinten. Ja. Ich glaube mir nicht den Kill. 6er Streak. Achtung, Schnapper. Und wieder Daddy. Oh nein, ich bin runtergefallen. Jetzt schießt er auch auf mich. Schnapper kommt.
Ja. Habe ihm schon zwei gute Treffer gegeben. Ja, Mann, Daddy, Alter, fick dich hier. Achtung, Schnapper. Oh, no. Rette mich. Hab dich gerettet. Aber er hat mich auch eingeschleimt. Ich hab gerade kurz getanzt. Vorlagen, töte Pflanzen mit Tarnüberraschung und was ist das? Oh, beschwöre Fliegengitter. Erbse, bin tot und der tot. Okay, ich muss jetzt Fliegengitter-Zombies beschwören. Daddy schießt, ne, ja, Daddy und... Oh, dicke Sniper-Battle im Tunnel. Alter, wie viel HP hat der? Sniper-Battle gewonnen. Oh, verpiss dich, Daddy, Alter, ohne Witz. Endlich, Sitter. Nein, jetzt töte ich den seine scheiß Kartoffelmine noch. Oh, du hast wieder Daddy geholt. Mhm. Ja, da kämpft schon wieder so eine scheiß Feuererbse bei uns am Spawn. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Das ist doch schon wieder Daddy da hinten. Das Teleporter steht. Natürlich, ein Daddy von da hinten noch. Ah, Daddy. Natürlich. Na, das ist doch auch schon wieder Daddy, Alter. Stehst du mal irgendwo auf der Map und auf einmal bist du vergiftet und du weißt schon, wer es ist. Ja. Immer dasselbe ist. What the fucking... Daddy, Alter. Daddy fickt einfach alles. Teleporter. Echt? Der hat einfach 100% noch Leben. Ja, der hat alles gefickt. Teleporter und fickt gerade Teleporter und hat noch 100% Leben. Ja, Teleporter ist gesaved. Aber Mimimi kommt jetzt und macht den Teleporter. Nein, der wurde weggeschossen von deinem Raketengeschützturm. Aber so langsam müssen wir garten. Sonst wird das hier eine kurze Runde. Sieht einfach immer noch Daddy. Am Teleporter. Was? Ja, jetzt habe ich ihn gekillt. Ich habe gerade auf ihn 4 Schüsse geschossen. Und er ist dann gestorben. Jetzt fragt man, wie viel 4x 25 Damage ist. Hier, das ist volles Leben. Ja. Merkst du was? Da ist wieder Daddy. Ja, der schießt schon wieder. Ja, ich weiß. Ich bin gerade dabei, ihn anzuwichsen, aber nein, das ist gar nicht Daddy. Wichsen? Ja, ich bin gerade dabei, ihn anzuwichsen. Aber geil. Und Daddy fickt wieder alles. Wir haben ihn gekillt. Aber alles wieder fickt. Einfach schon über die Hälfte des Teleporters zerstört. Na, schon wieder Daddy, der ballert, ne? Er ist so ein Wichser. Alter, jetzt, wie viele Leute haben mich jetzt da hier im Visier? Das
würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Es sind sehr viele Gifterbsen. Oh, 18 Sekunden, jetzt aber schnell. Sehr viele Gifterbsen, Steady. Sehr viele Gifterbsen, alle Steady. Daddy down. Also, ich bin sein Erzfeind geworden. Garten wird gecapped, aber ich bin solo gegen alle Gifterbsen. Daddy. Nein, es war nicht Daddy, es waren drei andere. Aber das ist auch unfair. Das ist auch unfair. Wenn von der Seite ein Kaktus dich absnipt und von vorne zwei Gifterbsen, das ist auch nicht nett. Naja, ich habe die geilste Serie, Daddy die meisten Kills und Vorlagen, Markus die meisten Punkte gezogen im Team und ich würde sagen, war wieder eine ganz coole Runde. Wir sehen uns in einer weiteren Folge PVZ und bis dahin, bam, servus und ciao.